Darf ich als Christ meine Wiedergeburt hinterfragen? Ist mir so eine Frage dann nützlich oder soll ich mich eher davor hüten? Gleich wie, das ist doch verboten, da zweifelst du doch das Heil an. Wie kannst du das machen? Du musst doch die Sicherheit in dir haben. Und was ist denn mit den törichten Jungfrauen? Wer sind sie? Man muss sagen, sie sind nicht wiedergeboren. Wären sie wiedergeboren, dann hätte Christus sie niemals dastehen lassen, um zu sagen, ich kenne euch nicht. Das ist doch eindeutig. Und dennoch ist es möglich, dass Menschen derart intensiv gottesdienstlich religiös auftreten und dann kommt die große Enttäuschung. Und deswegen denke ich mir, die Hinterfragung meiner selbst, meiner Geistlichkeit ist kolossal wichtig. Die sollte ich nicht umgehen, sondern diese Frage soll ich mir doch lieber heute und jetzt stellen und von dem Gott der Wahrheit mir die Antwort erbitten für mich selbst. Wo liegt die Antwort? Wie sieht sie aus? Auf mich persönlich bezogen, wie stehe ich da? Das ist so wichtig. Und da geht es nicht darum, ach bitte, lass uns doch über dieses heikle Thema nicht reden, weil es könnte doch Leute noch in Verzweiflung bringen. Ja, aber lieber bringt es mich doch hier und heute in eine Verzweiflung, dass ich eifrig werde in der richtigen Richtung, als dass ich nachher beim Zurückbleiben meine riesengroße Verzweiflung habe. Dann lese ich, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Logisch, einwandfrei. Das ist eine Aussage, die kann ich nur unterschreiben. Da gibt es nichts zu rütteln, da gibt es auch nichts zu hinterfragen. Habe ich den Sohn, dann habe ich sein Leben, seine Liebe in mir. Habe ich ihn nicht, dann eben nicht. Logisch, eindeutig. Brauche ich da Klarheit? Ja, ich brauche noch eine Klarheit darüber, inwiefern ich ihn wirklich in meinem Leben habe als eine Realität und als eine beweisbare, hinterfragbare Tatsache. Weil daraufhin sagt er, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr ein Wissen haben könnt. Doch dieses Wissen, was beinhaltet dieses Wissen? Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass dieses Wissen nur eine Theorie. Ich habe theoretisch Jesus angenommen. Irgendwann einmal habe ich mal ein Gebet nachgesprochen oder was weiß ich, irgendwas, ein Zertifikat unterschrieben und damit sei mein Glaube unter Beweis gestellt? Kann das wahr sein? Kann das stimmen? Nein, da muss ich sagen, es muss mehr dahinter sein zu dieser Antwort, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass dieser Glaube eine lebendige Auswirkung hat, ein Ausfluss. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann stimmt was nicht, dann ist es eben nicht der lebendige Glaube. Nun haben die törichten Jungfrauen in ihrer Gesamtheit, in ihrer Anzahl, sie alle, stehen unter dem Generalverdacht, ihr habt nicht das echte Wissen des Geistes, ihr habt eine falsche Lüge aus eurer falsch frommen Fleischlichkeit. Da habt ihr eine Lüge, ihr habt nicht das Wissen, denn euer Zurückbleiben wird es ans Licht bringen, ihr hattet den Sohn Gottes nicht wirklich. Wer wahrhaftig ist, der sagt frei, was recht ist, aber ein falscher Zeuge betrübt. Er betrübt sich zuerst einmal selbst und dann seine ganze Umwelt. Ein falscher Zeuge, ein falsches Lebenszeugnis von Pseudogeschichtchen, die gar nicht stimmen, die wirklich nicht so vorhanden sind, wie sie aufgetischt werden. Und darüber geben uns die Menge der Pharisäer ein
ein erschütterndes Beispiel. Grausam, furchtbar, wie ist denn sowas möglich? Wer aber wahrhaftig ist, der sagt, was richtig ist, was der göttlichen Wahrheit entspricht, der sagt das wahre Zeugnis. Und davon ein Beispiel für eine kluge Jungfrau ist Demetrius. Wovon zu lesen ist? Demetrius hat Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und wir, das redet jetzt Johannes und die Apostel, zeugen auch. Und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Nun, dieser Demetrius weiß, dass er klug ist und er weiß, dass er Christus in sich lebendig hat. Sein Glaube ist eine lebendige Tatsache und kein theoretisches Fantasiegebäude. Das ist ein Fundament, auf dem Felsen steht sein Glaubenshaus. Und da hat er ein Zeugnis von jedermann um ihn herum, von der Wahrheit selbst, das ist von dem Geist der Wahrheit, vom Heiligen Geist hat er das Zeugnis, privat, persönlich, für sich, für sein Leben. Und wir, die ganze Gruppe der Apostel oder wer das da war, wir auch. Und ihr anderen, die ihr ihn kennt, ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Eine Bestätigung auf Bestätigung auf Bestätigung. Dieser Demetrius ist klug. Der ist gläubig, das ist nicht zu leugnen, das ist wahrhaftig und das wird von allen Seiten reflektiert aus seinem Leben. Da fehlt nichts. Doch den Vers zuvor, bevor dieses Zeugnis über Demetrius kommt, dann sagt er, mein Lieber, folge nicht nach dem Bösen, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, ist von Gott. Wer Böses tut, der sieht Gott nicht. Kann man es einfacher ausdrücken? Kann man es deutlicher sagen? Das ist die Beweisführung. Hier ist der Beweis. Tu doch Gutes. Tust du Gutes mit deinem Leben? Was machst denn du mit deinem Leben? Lebst du nur für dich? Bist du nur egozentriert wie die Törichten? Oder tust du wirklich gute, selbstlose Werke um Christi willen? Das ist entscheidend. Das ist eine Hinterfragung. Das kann ich mich doch selber abchecken. Sollte das nicht möglich sein? Da hat mal jemand gesagt, zeig mir doch mal endlich Christus in den Christen, dann würde ich an ihn glauben. Das Problem ist, wenn er nicht sichtbar ist, was dann? Wenn er aus meinem Leben nicht deutlich Zeugen, Beweisführung bringen kann, was habe ich? Eine schöne Theorie. Wird sie mir helfen am Ende? Nein, wird sie nicht. Und so aufeinander gebracht, tu wirklich Gutes, tu Liebes, übe Liebe, Demut, all die guten Gesinnungen des Geistes, übe sie doch aus und das wird der Beweis sein, du bist in Christus. Ich bin aber sehr erfreut worden, da die Brüder kamen und zeugten von deiner Wahrheit, wie denn du wandelst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, denn die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Da gibt es etwas zu wandeln, da gibt es etwas auszuleben. Da hört es auf mit nur Theorie und Theologie, da fängt die praktische Lebensführung. Sei doch anständig, sei doch einfach liebenswert, geh freundlich, geh edel um mit deiner Mitmenschen und tu da dich produzieren, da bring dich ein. Und das ist ein Wandel im Geist, wo der Geist Gottes sagt, der Heilige Geist, er hat keine größere Freude, als die, dass er sieht, dass seine Kinder tatsächlich darin leben. Das beglückt den Heiland im Himmel, kann ich mir das denken?